Guten Morgen, ihr Lieben, guten Morgen. Na, seid ihr schon munter? Ich glaube, ihr seid noch ein bisschen, macht nur ein bisschen Meditation auf der Matratze. Die guten Nachrichten sind, Gott ist immer munter. Der schläft nie. Der wird nicht müde. Warum wird Gott nicht müde? Weil er nicht urteilt. Gott ist immer neu, Gott ist immer frisch, Gott bringt keine Vergangenheit mit. Er schläft nicht, er ist immer munter. Natürlich verlangt er von uns nicht, dass wir nicht schlafen. Aber die Einladung ist, dass wir unsere Träume, Tag- und Nachtträume, wirklich dem Heiligen Geist geben. Und wenn wir sie dem Heiligen Geist geben, dann erwachen wir in der Früh, sind wirklich ausgeschlafen, sind wirklich ausgeruht, fühlen uns frisch, fühlen uns vital. Können wirklich sagen, dass wir bereit sind, dass wir wirklich bereit sind, uns auf ein Abenteuer einzulassen, auf einen neuen Tag, mit ganzer Freude, mit ganzer Vorfreude, könnte man sagen. Und wir lassen uns überraschen. Wir sind bereit, uns überraschen zu lassen von Gott, von dem neuen Augenblick, von den vielen Wundern und Geschenken, die dieser Tag mit sich bringt. Wunder sind natürlich. Wunder sind natürlich. Diese Geschenke, die auf uns warten, sind natürlich. Und wir sind immer da, aber wir können sie nur dann wahrnehmen, wenn wir auch da sind. Wenn wir auch bereit sind, uns völlig zu öffnen für was Neues. Für was ganz Neues, für einen ganz, ganz neuen Tag. Eine neue Erfahrung, die nichts mit dem Gestern zu tun hat. Es wird uns immer, immer was Größeres angeboten, was Intensiveres, was Schöneres, als wir noch bereit waren, einen Moment vorher anzunehmen. Das sind die guten Nachrichten. Wir haben sehr gute Nachrichten. Das ist immer noch neu. Neuer und noch frischer und noch erfüllender werden kann, wenn ich es zulasse, wenn ich diese Bereitschaft auf immer mit mir bringe, noch was Neueres zu erfahren. Noch ein bisschen mehr Bereitwilligkeit zu bringen. Noch ein bisschen mehr Sehnsucht mit mir bringe, dieses Neue zu erfahren. Und all meine alten Vorstellungen, all meine alten Ideen und Begrenzungen loszulassen. Und das ist es, was wir genau hier und jetzt machen. Diese alten Begrenzungen, alten Ideen, Glaubenssätze und Erfahrungen loszulassen. Ja, wir sind Zeitreisende, waren Zeitreise und jetzt lassen wir diese Reise vorbei sein, weil wir erkennen, dass wir wieder zu Hause sind. Wir sind gereist durch Träume, durch Geschichten, durch Erfahrungen und jetzt lassen wir sie vorbei sein.
Es ist ganz einfach. So wie wir Kleidung ausziehen, am Abend sie ablegen, so legen wir die Vergangenheit ab. Was meinst du? Bist du bereit dafür? Ein spiritueller Lehrer hat mich mal gefragt, wo schläfst du eigentlich lieber? In frischer Bettwäsche oder in Bettwäsche, die schon ein bisschen schmutzig ist? Habe ich gesagt, natürlich in frischer Bettwäsche. In so richtig duftender frischer Bettwäsche, so richtig, wenn es hinten noch duftet. Und genauso ist mit meinem Geist. Wenn ich nicht meinen Geist erneuern lasse, dann schlafe ich in einem alten, schon etwas staubigen Geist. Oder wenn ich wieder was Neues zulasse, dann bin ich einem ganz frischen, neuen Geist. Und das nennen wir die Neugeburt. Ich werde neu geboren. Als Jesus mit Nikodemus war, da hat er Nikodemus gefragt, und wie kann ich neu geboren werden? Muss ich da zurück in den Leib der Mutter? Und dann sagt Jesus, nein, im Geiste neu geboren zu werden. Das ist, was wir ständig und immer wieder und immer neu in neuen Gedanken und in einer neuen Ausrichtung erleben. Eine ständige neue Wiedergeburt. Neugeburt. Ich werde neu geboren. Bin völlig neu. Ich will nicht der sein von gestern mit dieser Geschichte, sondern ich will der sein, der sich an nichts mehr in der Vergangenheit erinnern kann. Der völlig neu ist. Im Geiste Gottes. Wir lassen es zu, dass wir im Geiste neu geboren werden. Danke für deine Bereitschaft, an nichts festzuhalten. Auf dieses Abenteuer heute einzulassen, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Geist, mit deiner ganzen Bereitwilligkeit. Lass dich ganz neu sein. Ganz neu sein im Geiste Gottes. Lass dich wiedergeboren werden. Es ist ganz natürlich, diese Wiedergeburt, diese Neugeburt. Wenn ich es nicht geschehen lasse, dann ist das, was Leiden ist, was Schmerz ist. Weil ich halte noch was fest. Es wäre so, als wäre ich jetzt im Geburtskanal. Und ich stemme mich dagegen, noch geboren zu werden, neu geboren zu werden. Aber jeder Widerstand ist zwecklos. Es passiert automatisch. Es ist das Natürlichste, immer neu zu sein. Immer im heiligen Augenblick zu sein, in einem völlig neuen Moment, Augenblick. Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Nur hier und jetzt zu sein. Also es bringt nichts, sich dagegen zu stemmen. Sich dagegen zu stemmen, das ist nur was, was Schmerz ist. Die Natürlichkeit dieser Neugeburt einfach zuzulassen. Dafür sind wir gekommen. Und dafür gehen wir in jedem Augenblick. Wir kommen und wir gehen. Wir werden neu geboren, könnte man sagen. Wir kommen und wir gehen. Wohin gehen wir? Wir gehen in einen neuen Augenblick. Das ist, was Neugeborensein ist. Das ist, was Erwachen ist. Das ist, was Gott ist. Das ist das Einzige, was Gott ist, immer neu zu sein.
Und so danke ich dir, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, für dein völliges Neues Sein, für das Licht der Welt zu sein, für ein Botschafter Gottes zu sein. Wann bin ich ein Botschafter Gottes? Wenn ich völlig neu bin. Wenn ich sozusagen zum Himmelstor komme und ich werde gefragt, und was hast du hier auf dieser Erde gemacht? Oder zuerst einmal, wenn sie mich fragen, wer bist du? Und ich sage einfach, ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin völlig neu. Was hast du auf dieser Erde gemacht? Hast du gute Taten da vollbracht? Und du sagst einfach, es tut mir leid, ich habe es vergessen. Ich bin völlig neu. Und woher kommst du, aus welchem Land? Ich habe es vergessen. Ich bin ja völlig neu. Dieses völlig Neusein, diese Neugeburt, ist das Glücklichste und das einzig Wahre, was wir zulassen können. Und so sage ich dir Dank für diesen Tag der Neugeburt in dem Geiste Gottes. Für dieses Einlassen, für diese Bereitschaft, es einfach geschehen zu lassen, weil es geschieht immer, in jedem Augenblick. Danke, meine liebe Schwester, danke, mein lieber Bruder. Ich umarme dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in dem Neusein. Und immer, wenn ich neu bin, ist es glücklich, das ist natürlich. Es wird ein glücklicher Moment und in jedem Moment und Moment ein glücklicher Tag. Danke, ich liebe dich so sehr und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.